Wir haben in einer früheren Folge dieser Vorlesung skizziert, wie sich die deutsche Schriftlichkeit langsam, aber zusehends, vor allem aus der Beschäftigung mit denjenigen lateinischen Texten hervorging, die an den Schreiborten den Alltag bestimmten. Geschrieben wurde zunächst fast ausschließlich in den Klöstern, in denen religiöse Orden und Gemeinschaften streng reguliert unter den Vorgaben der christlichen Religion zusammenlebten. Der überwiegende Teil der Kommunikation, schriftliche und mündliche, war umfassend religiös geprägt. Siebenmal am Tag und einmal in der Nacht versammelten sich die Benediktiner und Benediktinerinnen, dem ältesten und einflussreichsten Orden des Mittelalters, zum sogenannten Stundengebet, der Hore, in dem in einer Woche achronologisch alle 150 Psalmen gebetet wurden. Daneben wurden die alttestamentlichen Kantika und Hymnen, das Kyrie Eleison gesungen, Fürbitten, das Vaterunser und andere Gebete gesprochen. Dazu kam noch die tägliche Messe mit der Predigt, die Beschäftigung mit den heiligen Texten und deren Auslegung in den gemeinsamen oder persönlichen Meditationsübungen und Gebeten, im Schulunterricht, beim Schreiben und Abschreiben von Texten, beim Essen, das immer von einer erbaulichen Lesung, zum Beispiel von heiligen Legenden, begleitet wurde, die sogenannte Lectio Mensae, und natürlich in den Gesprächen der Mönche und Nonnen untereinander. Das Gotteswort sollte zu jeder Zeit im Geist, im Mund und in den Ohren der Geistlichen präsent sein, weshalb die BenediktinerInnen stets ein Hörmilieu der Murmuratio, des Gemurmels, umgab. Dies ist heute ein kaum mehr vorstellbares Pensum. Erst 1970 wurde es von der katholischen Kirche entschieden eingeschränkt, das nur wenig Raum ließ für andere Themen, die die Religion primär nicht berührten, wie etwa die wirtschaftliche Selbstversorgung der Klöster oder der Unterhalt politischer Beziehungen mit ansässigen Adelsgeschlechtern, deren Mitglieder als Brüder und Schwestern in die Ordensgemeinschaft eintraten, wiederum ihr Leben dem Strukturdiktat der Religion verschrieben und sich mit den Ordensstrukturen verband. Die wirtschaftlichen und machtpolitischen Interessen des Adels wurden auf diese Weise in den Klöstern weiterverfolgt und zu Angelegenheiten der Ordensgemeinschaften. Umgekehrt partizipierte der Adel unmittelbar am religiösen Heil, das im Kloster in Wort, Schrift, Bild und anderen Medien stets präsent gemacht und gehalten wurde. Die Mitglieder der Adelsfamilien, die in die Klöster eintraten, beeinflussten daher auch die Schriftproduktion in Latein und Volkssprache, übereigneten zum Beispiel wertvolle Handschriften in den Besitz ihrer Hausklöster, vermittelten Leihgaben und Käufe von Büchern, gründeten und bereicherten ihre Bibliotheken, ermöglichten die teure und technisch aufwendige Pergamentherstellung. Die Klöster unterhielten nicht nur enge Beziehungen zu den Adelsfamilien, aus denen ihre Mitglieder stammten, sondern waren auch untereinander organisatorisch vernetzt, vertraten gemeinsame Interessen, standen in regen, engem brieflichen Kontakt, in denen sie theologische und philosophische Themen erörterten. Diese Interessen konnten auch sehr weltlich sein, wie die Vermittlung von Heirat zwischen Adelsfamilien, der Kauf und Verkauf von Land und Sachmitteln, Einfluss auf die Entscheidung von Rechtsfragen oder Ratgeberfunktionen für die Höfe. Der Klerus agierte aber nicht nur in den Klöstern, sondern bekleidete auch zentrale kirchliche Ämter außerhalb der regulierten Gemeinschaften an weltlichen und geistlichen Höfen, an den Bischofssitzen, in den Städten und Gemeinden. Diese organisatorische und geistige Vernetzung zwischen den klerikalen Wirkungsstätten untereinander und mit den weltlichen Höfen war nicht nur dafür verantwortlich, dass die Religion mit der Kirche als sie verwaltender Institution nicht nur alle anderen Gesellschaftsaspekte überwölbte, wie Wirtschaft, Politik, Bildung, Sozialstruktur und so weiter, sondern dass so gut wie alle Texte des gesamten Mittelalters mehr oder minder geistlich geprägt sind. Eine systematische Unterscheidung zwischen geistlicher und weltlicher Sphäre oder gar zwischen weltlicher und geistlicher Literatur im Sinne eines Binarismus ist angesichts dieser Gemengelage nicht aufrechtzuerhalten. Beide Sphären durchdringen einander auf allen Ebenen in Bezug auf ihre AkteurInnen, ihre machtpolitischen, wirtschaftlichen, sozialen, familiären und persönlichen Interessen, ihre Lebensräume und ihre Literatur. So widmet Otfried von Weißenburg sein Evangelienbuch zum einen seinen St. Galler Mitbrüdern Hartmut und Werenbert, auf das es im Alltag der gemeinsamen Klostergemeinschaft seinen kommunikativen Platz finden, die Bibliothek und den Bildungsschatz der Gemeinschaft bereichern sollte. Zum anderen aber auch Lütwert von Mainz, der zunächst Mönch und Lehrer des Klosters Reichenau war, im Jahre 863 aber Erzbischof von Mainz wurde. Damit stand er im politischen und militärischen Dienst Ludwigs des Deutschen, einem weiteren Empfänger von Otfrieds Evangelienbuch.
verhandelte in dieser Funktion mit Karl dem Kahlen über die Teilung des Mittelreichs und war sogar zeitweise gleichzeitig kurfürstlicher Erzkaplan und Erzkanzler, was ihn verfassungsrechtlich zum zweiten Mann neben dem Kaiser werden ließ. Zugleich machte er sich um die Unabhängigkeitsbestrebungen der Klöster und anderer innerkirchlicher Fragen verdient. Als umfassend gebildeter Mann betreute er die Weiterführung eines der bedeutendsten Geschichtswerke der Zeit, der Fuldaer Annalen. Ludwig der Deutsche aus dem Geschlecht der Karoliner und ab 842 König der Ostfranken verstärkte einerseits entschieden den königlichen Einfluss auf die Erhebung der Bischöfe, galt andererseits aber als großzügiger Unterstützer der Klöster und ist auch selbst für eine ganze Reihe von Neugründungen verantwortlich. Vor diesem Hintergrund darf also vermutet werden, dass Otfried nicht nur aus rein geistlich-spirituellen Interessen seine deutschsprachige Evangelienharmonie dem Weltkleriker Lütpert und dem Karolinger König Ludwig zueignete. Wenn wir an das Annolith zurückdenken, verbinden sich auch in ihm weltliche und geistliche Interessen zu einem Amalgam, das nicht als abwegige, sondern typische Einheit aufzufassen ist. Anno, der später heilig gesprochene Erzbischof von Köln, wurde in das schwäbische Adelsgeschlecht der Edelfreien von Streuslingen geboren, sein fast gleichaltriger Bruder wurde Erzbischof von Magdeburg. Anno wurde zunächst zum Ritter ausgebildet, schlug dann aber doch eine kirchliche Laufbahn ein. Anstelle sich einem Kloster anzuschließen, wurde er in den Domschulen zu Bamberg und Paderborn ausgebildet und fungierte schließlich selbst als Lehrer. Heinrich III. Berief ihn als Kanzler an den Kaiserhof und schließlich zum Erzbischof von Köln. In dieser Funktion ermächtigte er sich des Thronfolgers Heinrich IV. Durch eine Intrige, denn die Reichsinsignien und schließlich des Hasses zu der Kölner Bürgerschaft, infolgedessen diese den Dom belagerten und Anno nur durch ein Hintertürchen, im wahrsten Sinne des Wortes, durch die Stadtmauer entkommen konnte. Seine Rache folgte auf dem Fuße mit Folter, Brandschatzung und Kirchenbann. Klostermönch war der Kleriker Anno nie. Jedoch wurde seine Heiligsprechung von seiner eigenen Klostergründung Siegburg vorangetrieben, die ihre Veranlassung wohl eher nicht aufgrund seiner Vorbildhaftigkeit in christlicher Lebensführung hatte, sondern in machtpolitischen Interessen des Klosters, unter anderem gegen das wachsende Selbstbewusstsein der Kölner Stadtbevölkerung. Das Annolith preist den Erzbischof als in der Nachfolge Christi und der Heiligen stehend, als Vervollständiger eines heilsgeschichtlichen Programms, das von der Schöpfung über die Gründung des Römischen Reichs bis hin zu Köln als Reichsstadt verläuft und zu Anno als ihr weltlicher und geistlicher Führer. Nur diese beiden Ihnen bereits bekannten Beispiele aus den Anfängen der deutschsprachigen Literatur zeigen, wie stark geistliche und weltliche Sphären, in denen Texte entstehen und ihren praktischen Ort des Lesens und Hörens, des Abschreibens und Wiedererzählens haben, miteinander verwoben sind. Die Texte selbst, Otfrieds Evangelienbuch und das Annolith, bezeichnet man in der germanistischen Mediävistik sicher als geistlich, da ihre Inhalte ganz klar primär geistlicher Couleur sind. Da wir beim Lesen, Verstehen und Interpretieren mittelalterlicher Texte jedoch immer auch den Entstehungs- wie den Rezeptionskontext mit zu berücksichtigen haben, treten neben medientheoretischen Überlegungen zur mündlichen und oder schriftlichen Überlieferung und Aktualisierung, wie wir sie in der letzten Folge dieser Videoreihe angestellt haben, in diesen Fällen eben auch mindestens strategische und machtpolitische Aspekte in den Blick. Sehen wir uns einmal in der weltlichen Sphäre um, die in seinen personellen und strukturellen Zügen viel unschärfer getrennt ist von der geistlichen als der Begriff der Sphäre, die es vielleicht suggeriert. Jedoch, die konkreten Lebensorte der Sphären weisen durchaus wesentliche Unterschiede auf und daher auch die Inhalte der Texte, die an ihnen produziert und kommuniziert werden, wobei ihre geistliche Durchdringung unzweifelhaft ist. Mit dem frühmittelhochdeutschen Annolith haben wir uns historisch gesehen schon dem Hochmittelalter zwischen 1050 und 1250 und damit der mittelhochdeutschen Sprachstufe genähert, die Althochdeutsche zurückgelassen. Im Hochmittelalter verlagern sich die kulturellen und damit vor allem die schriftliterarischen Zentren der Volkssprache von den Klöstern an die Höfe. Träger dieser neuen literarischen Kultur ist der laikale Adel, also der nicht dem Klerus angehört, wenn seine Autoren jedoch in der Regel eine umfassende klerikale Bildung genossen haben, denn die Vermittlung von Bildung obliegt nach wie vor den Geistlichen, den Klöstern, den Domschulen und den Weltklerikern, die als Erzieher an den Höfen den Adligen, den männlichen und weiblichen Nachwuchs ausbildeten.
Im Zuge dieser Verlagerung entstehen neue Gattungen, wie etwa die Heldenepik in umfänglicher Romanform, die sogenannte Spielmannsepik, der höfische Roman mit der Artusepik, der Minnesang und die Sangspruchdichtung, im weitesten Sinne didaktische Literatur unterschiedlicher Formen, die zum Beispiel auch das Erziehungsprogramm und die Interessenslage an den Höfen und Domstiften detailliert widerspiegelt. Auf der Karte sehen Sie das Heilige Römische Reich deutscher Nation um 1200 unter der Königsherrschaft der Staufer. Unter Heinrich IV. Bzw. seiner Mutter Agnes, die die Reichsinsignien für ihren zunächst minderjährigen Sohn zu verwalten hatte, war es dazu gekommen, dass sich eine Gruppe von Reichsfürsten unter der Anführung Annos, nämlich jenes besagten Erzbischofs von Köln, die Regierungsgewalt okkupierten, sich Privilegien und königlichen Besitz unrechtmäßig aneigneten und das unter Heinrich III. Stabilisierte Reich erschütterten. Die Macht des Kaisers schwand rapide, so dass beim sogenannten Investiturstreit die römisch-deutschen Herrscher das Recht verloren, auch gegen den Willen des Papstes die vakanten Bischofssitze im Reich zu besetzen. Ende des 11. Jahrhunderts hatten sich die Verhältnisse zwischen Kaisertum und Papsttum quasi umgedreht. Die engen Verflechtungen zwischen Reich und Kirche lockerten sich. War es Erzbischof Anno noch möglich, quasi selbst als Reichsführer aufzutreten, wurden die Bischöfe nun von ihren Reichsverpflichtungen entbunden. Der König durfte bei der Bischofswahl nur mehr anwesend sein, aber keinen Einfluss nehmen. Die Schwächung des Königs bedeutete gleichzeitig aber auch die Stärkung der Fürsten, die fortan als Häupter des Staatswesens galten und neben dem König das Reich repräsentierten. Doch die Zeit der Salier war vorbei. Nachdem Heinrich V. seinen ohnehin schwachen Vater mit Hilfe des Papstes zur Abdankung gezwungen hatte, konnte sich Lothar III., Heinrichs sächsischer Konkurrent, zwar noch gegen den Staufer Friedrich II. Behaupten, doch die Kaiserwürde erlangte er nicht mehr. 1152 wurde Konrads Neffe Friedrich I., genannt Barbarossa, Herzog von Schwaben aus dem Geschlecht der Staufer, König und schon 3 Jahre später Kaiser. Auch unter ihm gab es Spannungen mit dem Papsttum. Seine Italienzüge sollten die reichen italienischen Stadtstaaten unterwerfen, die sich aber wacker behaupteten. Ein Zwist mit seinem Cousin, dem Welfen Heinrich, Herzog von Sachsen und Bayern, sorgte dafür, dass wiederum die Territorialherren, also die ansässigen Fürsten, profitierten. Mit Auseinandersetzungen mit den Welfen hatte auch Barbarossas Sohn, Heinrich VI., zu kämpfen, während er in Italien Erfolge feierte. Die angestrebte Zentralgewalt im Reich war aussichtslos, es war gnadenlos zersplittert in die Ansprüche des Papsttums und multiple weltliche Partikulargewalten, Fürstentümer, Landgrafschaften, Herzogtümer, Bistümer und Erzbistümer, Markgrafschaften. An deren Höfen bildeten sich kulturelle Zentren der Kunst, der Musik, der Mode und vor allem der Literatur. Die geistlichen Höfe standen dabei den weltlichen kaum nach. Bischöfe traten als interessierte Initiatoren und Mäzene für die Produktion deutschsprachiger Literatur mit geistlichen wie weltlichen Themen und ihrer öffentlichen Aufführung zu festlichen Gelegenheiten auf. Ein Beispiel dafür ist ein Bischof, dem der Minnesänger und Sangspruchdichter Tannhäuser um die Mitte des 13. Jahrhunderts neben zahlreichen anderen historischen Persönlichkeiten eine Strophe seines Laichs widmet. Von Babenberg Bischof Eggebrecht, den will ich gerne grüßen, er was an allen Tugenden recht, erkunde wohl Kumberbürsen. Man hat wohl zu Recht vermutet, dass sich bei allen vom Tannhäuser genannten Personen um solche handelt, die in irgendeiner Weise als Förderer der Dicht- und Sangeskunst in Erscheinung traten und daher das Lob des Dichters verdienten. Mittelalterliche Autoren der Liedkunst wie der Epik waren, dazu meist außerhalb des vermögenden Adels stehend, in der Regel auf die Gunst von AuftraggeberInnen angewiesen, die sie entweder lang- oder kurzfristig in ihren Dienst aufnahmen, für die literarische Produkte Lohn zahlten und für den Lebensunterhalt der Autoren aufkamen und Ausgaben rund um den literarischen Schaffensprozess übernahmen. Dafür hatten die adligen Mäzeninnen und AuftraggeberInnen einen mehr oder weniger großen Einfluss auf die Inhalte der Texte, bestimmten, welche Texte überhaupt den Weg auf Pergament fanden, machten wohl auch stilistische Vorgaben und wollten ihren eigenen Geschmack und die Mode des jeweiligen Hofes befriedigt sehen. Damit verbanden sich wirtschaftliches und kulturelles Ansehen für den adligen Herrscher, denn die Texte wurden öffentlich am Hof zu festlichen Gelegenheiten vorgetragen. Die Erwähnung von AuftraggeberInnen und Gönnernamen, wie im Lied des Tannhäuser, stand also einerseits auch im Kontext machtpolitischen Interesses, denn die wichtigsten und einflussreichsten Höfe der Zeit
waren in der Regel auch kulturelle Zentren, an denen viele bekannte Autoren, Sänger und Musiker tätig waren oder gern tätig sein wollten. Andererseits lobten die Autoren reiche und einflussreiche Adelspersonen auch aufgrund eigener wirtschaftlicher und sozialer Bedürfnisse, da sie sich von mehr Lob auch mehr Lohn versprachen. Dieses komplexe Verhältnis, das man Mäzenatentums nennt, werden wir im Zusammenhang mit der Sangspruchdichtung in einer späteren Folge der Vorlesungsreihe noch näher beleuchten. In Konrads von Würzburg Roman Trojanerkrieg lobt der Autor seinen Auftraggeber Basler, den Basler Domkantor, so: Der werde Singer Dietrich von Basel an dem Orte, der als ein Ehrenporte mit Züchten ist gesteinet. Der geistliche Verfasser des Rolandsliedes, ein früher deutscher Vertreter der originär französischen Gattung der Chanson de Geste, der sich Pfaffe Konrad nennt, sorgt zudem für das Seelenheil seiner AuftraggeberInnen. Nun wünschen wir alle Gelieche dem Herzogen Heinrieche, das ihm Gott lohne, das Buch hieß er vortragen, geschrieben zu den Karlingen, das Gerde die edle Herzoginne eines Riechen Königes Bahn. Können wir heute nur vermuten, dass es sich um Heinrich den Löwen und seine Frau Mathilde, Tochter des englischen Königs Heinrich II. Von Plantagenet, handelte, wusste das Publikum des Rolandsliedes selbstverständlich genau, von wem hier die Rede ist. Unspezifische Namen wie dieser hier stellen eine große Herausforderung für die gegenwärtige Forschung dar. Das ist auch bei der Interpretation des Tannhäuserliedes so. Neben Königen, Grafen und Herzögen zählt also der Tannhäuser auch Egbert, Graf von Andechs-Meranien und Bruder der heiligen Hedwig von Andex auf. Egbert war erst Dompropst und schließlich gut 35 Jahre Bischof von Bamberg, ein Geistlicher, ein Kleriker also. Er gilt als Erbauer des neuen Bamberger Doms und war inniger Verehrer der heiligen Kunigunde, trieb ihren Kult in Bamberg voran und verewigte sich selbst neben dem Stifterpaar des ursprünglichen Dombaus Kunigunde mit Ehemann Heinrich II. Im Tympanon des Marienportals. Vor allem aber war er treuer Parteigänger Friedrichs II., dessen internationale diplomatische Interessen er seit des gemeinsamen Kreuzzuges 1217 mit großem Engagement vertrat. Der Kaiserhof war zu dieser Zeit nicht nur politisches, sondern kulturelles Zentrum Europas. Der Staufer förderte umfassend die Wissenschaft und die Literatur. Der Minnesänger und Sangspruchdichter Walter von der Vogelweide bedankt sich 1220 bei dem Kaiser für ein Lehen, das es ihm wohl möglich machte, in materieller Sorglosigkeit zu dichten. Friedrich II. Sprach mehrere Sprachen, disputierte über Arithmetik, verfasste ein Buch über die Vogeljagd, dichtete und sang wohl auch selbst Minnelieder in der Tradition der provenzalischen Troubadour-Lyrik. Man sagt ihm sogar den entscheidenden Impuls für die Erstehung der italienischen Dichtungssprache nach. Er war rundum ein Stupor Mundi, ein Staunen der Welt, wie Zeitgenossen ihn nannten. Von seiner sizilianischen Poetikschule aus trat das Sonett den Siegeszug durch die Literaturgeschichte an. In diesem intellektuellen und artistischen Milieu lebte und wirkte also Bischof Egbert. Dass sich dessen Interessen nicht nur auf Sakrales, wie den Dombau und die Heiligenverehrung, sondern auch auf die profane Dicht- und Sangeskunst richtete, wie der Tannhäuser andeutet, ist daher durchaus überzeugend. Nicht wenige der Dichter waren an Friedrichs Hof selbst in die Regierungsarbeit einbezogen und mit diplomatischen Aufgaben betraut, was nicht bedeutet, dass die Dichter politische Karriere machten, sondern wohl vielmehr, dass die Macht- und Entscheidungsträger im Umfeld des kunstliebenden Kaisers zum Dichten animiert wurden. Wenn nun der Tannhäuser den Bamberger Bischof also als Liebhaber und Förderer der weltlichen Sangeskunst lobt, die sich ja nun einmal zu einem nicht unwesentlichen Teil um das Thema Minne dreht, könnte man vielleicht noch argumentieren, dass der Impuls dazu vom Wirken am und für den weltlichen Herrscherhof ausgegangen sein mag. Schließlich sind Friedrich II. Zwei Strophen gewidmet. Aber es wird auch Egberts Vater, Berthold VI. Von Andechs-Meranien, vom Dichter als Gönner gelobt. Wie ein persönliches Interesse oder auch eine Familientradition und damit verbunden, wie weltliche und geistliche Lebenssphäre für den Einzelfall methodisch noch zu trennen wären, lässt sich an diesem Beispiel wohl kaum beantworten. Weltliche Herrscher, die sich mit Hingebung der Förderung geistlicher Sujets widmeten, lassen sich nämlich ebenso zahlreich nachweisen. Volkssprachliche Autoren des 12. Jahrhunderts nennen sich aber in ihren Werken auch schon selbstbewusst beim Namen
ohne eine Gönnerfigur zu erwähnen. Ein prominentes Beispiel ist Hartmann von Aue, der Verfasser der beiden ältesten deutschen Artuseben Erec und Iwein sowie des armen Heinrich, eines höfischen Reimpaartextes mit legendenhaften Zügen. Weil der Prolog des Erec die Zeit leider nicht überdauert hat, nennt sich Hartmann nur in den anderen beiden Texten namentlich und gibt zudem Informationen zu seiner Herkunft und den Begleitumständen der Textentstehung. Falls Sie den Text nicht kennen, pausieren Sie hier gern für einen Augenblick. Der Verfasser Hartmann nennt sich namentlich, aber in der dritten Person. Diese Textstrategie ist ein typischer Selbstbescheidungstopos und gehört zu den rhetorischen Figuren der Captatio Benevolentiae, also den Gewinn des Wohlwollens des Publikums. Hartmann nennt sich einen gelehrten Ritter, was besagen soll, dass er kein Berufsdichter ist, sondern ein Dienstmann, Lehnsmann, vielleicht Ministeriale, der Sozialstruktur des anvisierten adligen Publikums also nahesteht. Was er diesem aber größtenteils voraus hat, betont er als seine Buchgelehrsamkeit. Hartmann kann lesen und schreiben, so dass er befähigt ist, sich in verschiedenen Büchern über seinen Stoff zu informieren, um ihn nicht neu, sondern wahrheitsgemäß und am besten zu erzählen. Die Funktion des Textes gibt er gewissermaßen als therapeutischen an. Er soll schwere Zeiten angenehmer machen und gleichzeitig dem Lob Gottes dienen. Das Lob solle den Autor aber auch selbst treffen und die Mühe, die er auf sein literarisches Schaffen verwendet hat, belohnt werden. Damit ist nicht nur der weltliche Lohn im Sinne ökonomischer Werte zu Lebzeiten, etwa durch einen Gönner, eine Gönnerin oder Auftraggeberin, gemeint, sondern vor allem auch der geistliche Lohn, den seine verstorbene Seele erntet, wenn RezipientInnen nach seinem Tod seine Geschichten hören und beim Lesen des Prologs seinen Namen aussprechen. Diese Memorial-, also Gedenkpraxis, dass sich mit dem Aussprechen des Namens eines Verstorbenen die Fürbitte für sein Seelenheil verbindet, ist im katholischen Glauben bis heute weit verbreitet und wird unter anderem beim Verlesen von Namenslisten Verstorbener aktualisiert. Auch wenn Hartmann keinen Hinweis auf Mäzeninnen hinterlassen hat, skizziert er eine nicht unerhebliche kulturelle Infrastruktur für seine Textentstehung. Bibliotheken, Kulturkontakte ins Ausland, Übersetzer, Schreiber, die nur mit finanzieller Unterstützung fürstlicher Herrscher überhaupt denkbar sind. Gemeinsam mit machtpolitischen Interessen, die sich mit geistlich-spirituellen wie ethisch-moralischen Themen eng verbinden, darf als Lieblingsthema der höfischen Literatur seit dem 11. und 12. Jahrhundert die Minne gelten. Schon die Vielschichtigkeit des Begriffs Minne tangiert die einzelnen Bereiche und schließt sie in einem Wort und einem gesellschaftlichen Kontinuum zusammen, das sich auch so in der volkssprachlichen Literatur widerspiegelt. Dass ein Ritter etwas von Minne und ihrer literarischen Repräsentation zu verstehen hatte, gehört zum literarischen Ideal, dass die Texte nicht müde werden, von ihren Protagonisten zu entwerfen. Hartmanns von Aue, armer Heinrich, wird als ein solcher Ritter eingeführt. Er was des Rates Brücke und sank viel Woll von Minnen, also es konnte er gewinnen der Welt de Lob und de Pries, er was höwisch und de Wies. Wie bei Hartmann selbst, wie er sich im Prolog inszeniert, verbinden sich machtpolitische Fähigkeiten mit moralischen Aspekten und literarischem Können zu einer Einheit, zu einem ästhetischen Bildungsideal der höfischen Kultur. Auch Konrad von Würzburg skizziert den Protagonisten seiner Verserzählung Der Weltlohn mit Namen Wirnd von Grafenberg, der gleichzeitig und wohl nicht zufällig selbst als Autor eines spätklassischen Artusromans, dem Vigalois, bekannt ist, zunächst als herausragendes Mitglied der Ritterschaft, bei dem die Minne ganz hoch im Kurs steht. Er was hübisch und frurt, schöne und aller Tugenden voll, zwar mitte ein Mann zur Welte soll bejagen, hoher würde Pries, das Kunde wollte Herr Wies bedenken und betrachten. Wer über 100 Miele gezeiget, ihm ein Ritterschaft, da wäre der Herre tugendhaft mit guten Willen hingeritten und hätte gerne dagestritten, nach Lobbe uf hoher Minne sollt. Er was den Frauen also hold, die wohl bescheiden waren, dass er in seinen Jahren mit langer, während das täte, ihn so gedienet hätte, dass alle selden heften wieb, seinen wünniglichen Lieb lobten und priesten, sein Herze stille und offenbar nach der Minne toppte. Zweimal ist im Zusammenhang mit den beschriebenen Ritteridealen literarischer Protagonisten, einschließlich der Minne, der Begriff höfisch aufgetaucht.
Unsere neuhochdeutschen Worte hübsch und höflich stammen von der mittelhochdeutschen Form ab, bedeuten aber in der höfisch-literarischen Kultur des deutschen Mittelalters so viel mehr. Zuerst ist es als Ableitung vom Substantiv Hof, deutsch in der Kaiserchronik, einem Geschichtswerk aus der Mitte des 12. Jahrhunderts belegt und entspricht semantisch dem, was im Französischen Cour bzw. Courtois heißt. Als eine positiv konnotierte kollektive Mentalität und ritterliche Ideologie ist Höfischheit bzw. Courtois eng mit dem Begriff der Freude verbunden. Die letzte Aventüre, der sich Erik im Hartmann von Aues gleichnamigen Roman zu stellen hat, heißt deshalb nach seiner französischen Vorlage Chrétiens de Troyes auch Joie de la Cour, was Hartmann als des Hofes Freude übersetzt. Mit dem Begriff höfisch werden zentrale Bereiche adliger Hofkultur bezeichnet. Dazu zählen die materielle Ausstattung, Zimmer, Betten, Tische, Speisen, Rüstung, Kleidung, ebenso wie bestimmte Umgangsformen sozialer Gruppen, Begrüßungszeremonial, Ehrerweisung, Huldigungen, Geschlechterkultur, Kampfregeln und Rituale. Mit Geschlechterkultur und Kampfritualen ist das gemeint, was Konrad seinen Protagonisten im wahrsten Sinne andichtet. Kein Turnierkampfplatz ist ihm zu weit entfernt, auf dem er nicht für die stete Liebe und Gunst der höfischen Damen bereit gewesen wäre zu kämpfen. Minne ist Ausdruck höfischer Freude und Hochstimmung, der hohe Mord, sowie ästhetischer Vervollkommnung, kulturelle Handlungen. Mit ihr verdient man sich Ansehen bei den Damen und in der Gesellschaft. Sie ist Anlass und Rechtfertigung für agonale Auseinandersetzungen im aventürenhaften Zweikampf, im Turnier und im Krieg, ob für die Minnedame, die Sippe oder die Liebe, die Minne, zu Gott, etwa im Heidenkampf, von denen Romane wie der Spielmannsepos König Rother, Wolframs von Eschenbach Willehalm, Vertreter der Chanson de Geste wie das Rolandslied, Reinhard von Montalban oder Ogier von Dänemark und andere erzählen. Die Kreuzzugslyrik verbindet ganz offen die Minne zum christlichen Gott mit der beim Kreuzzug in der Heimat zurückgelassenen Minne zur geliebten Frau. Der höfische Minnesang, mit dem sich Lieddichter wie Walter von der Vogelweide an den Fürstenhöfen ihr Brot verdienten, formuliert seinen übersteigerten Frauenpreis ganz ostentativ mit Metaphern aus der Marienlyrik, geistlichen Liedern also, die die Jungfrau Maria verehren. Wir werden all dies am höfischen Roman, im Minnesang und in der Spruchlyrik und also in den nächsten Episoden dieser Vorlesungsreihe weiter zu verfolgen haben. Auch für die literarische Darstellung der Minne lässt sich für den Moment festhalten, dass geistliche und weltliche Sphären tendenziell ineinander diffundieren, die Vermittlung aber durchaus den Konflikt suchen. Denn wenn Konrad von Würzburg seinen Ritter Wirnd in der Welt Lohn zwar zu Beginn von jedem Makel freispricht, klingt aber doch schon leise Kritik hindurch, wenn es heißt, er hätte weltliche Werke wirket alle seine Jahr. Er hätte sich also die ganze Zeit seines Lebens nur mit weltlichen Dingen befasst. Deutlich wird der Erzähler dann am Ende, nachdem Wirnd, anstatt der weltlichen Minne zu frönen, sich dem Kreuzzug gegen die Heiden angeschlossen hat, der Werte Lohn ist jammersvoll, das mugge dir alle Hahn vernommen. Ich bin sehn an ein Ende kommen, s wer an ihr Dienste funden wird, das in die Freude gar verbirrt, die Gott mit ganzer Stätigkeit den Userwelten hat bereit. Wie sich die höfische Literatur unterschiedlicher Gattungen an diesem Problem, das sich im Spannungsfeld zwischen den Erfordernissen der Welt, der Hofhaltung und Herrschaftserhaltung und der geistlichen Sorge um das Seelenheil zwischen Weltzu- und Abkehr auftut, abarbeitet und um Harmonisierung ringt, indem sie die Minne zwischen Ritter und Dame ethisch rechtfertigt und derart ästhetisiert, regelrecht transzendiert, dass sie Gottes Minne gleich jeder moralischen Anfechtung standhält, soll ab der nächsten Folge dieser Vorlesungsreihe immer wieder Thema werden.